Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, vor einigen Tagen habe ich dieses Video hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, in dem ich auf die deutsche Version des Netflix-Formats Too Hot To Handle reagiert habe. Bei Too Hot To Handle geht es darum, dass verschiedene Models, Influencer, Leute aus der ganzen Welt auf eine Insel gelockt werden, um dort angeblich bei einer Dating-Show teilzunehmen, bei der man was miteinander hat, rumleckt etc. pp. Dann allerdings von Netflix aufgelöst wird, dass sie bei Too Hot To Handle sind und gar nichts miteinander haben dürfen. Sonst verlieren sie eine Menge Geld. Da habe ich einige Sachen kritisch hinterfragt, wodurch sich jetzt vor einigen Tagen dieses Video hier aufgetan hat. Luca lügt, was bei Too Hot To Handle wirklich passiert, und die Userin, die dieses Video hier hochgeladen hat, heißt Anna und hat wohl bei Too Hot To Handle Germany mitgemacht. Von daher bin ich mal gespannt, was sie mir hier vorwirft und sagt. Grüß euch und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Bei mir dreht sich ja alles um Real Talk, und seit ich von Laser Luca die Reaction auf Too Hot To Handle Germany gesehen habe, wusste ich, ich muss meinen Teil dazu sagen, warum. Mhm. Ich war bei Too Hot To Handle Germany als Teilnehmende. Ich wollte mir anschauen, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Ich habe Verträge hier, ich habe juicy Details. Und ich würde sagen, Laser Luca hat einige Sachen nicht so richtig drauf. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns alles an. Ich habe erst 4 Minuten gesehen. Heißt, es wird interessant, und ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Also, ich habe einige Sachen nicht so wirklich drauf. Ich weiß nicht mehr, wer sie ist. Too Hot To Handle ist so circa das bekannte... Ach lol, jetzt... Jetzt reagiere ich, wie sie auf mich reagiert. Chillig. Ich wusste gar nicht, dass ich so schnell reden kann. Auch sie kritisiert mich dafür, dass ich ja angeblich gar nichts kann. Was ist denn das für ein Cam-Ausschnitt da oben? Hä? Unsere Hotties denken, sie wären bei Tropical Desire. Mhm. Eine Fake-Show, in der es um Partys, Flirts und Sex... Die Sache ist, dass meine Cam, also ich schieb die mal so ein bisschen runter jetzt mal gerade. Meine Cam verdeckt halt logischerweise meine Cam. Deswegen, die Passagen, wo ich jetzt hier rede, nehme ich jetzt nicht mit rein. Ihr habt ja mein Video schon gesehen, sonst wird das ja auch alles voll den Rahmen sprengen. Ich lese gerade mal die Kommentare durch. Angeblich wird die mich noch krank fronten in diesem Video hier. Also die ganzen Kommentare hier sind auf meiner Seite und sagen, warte mal, ich zeige euch mal ein paar. Hier gibt es Stress mit Luca-Fans. Ich finde auch, dass Luca seine Meinung dazu haben kann und Anna ihn nicht so haten soll. Ich glaube nicht, dass Luca dich in irgendeiner Weise fronten wollte. Ich glaube, ihr habt euch missverstanden. Ich denke, Luca wollte dich auf gar keiner Weise fronten oder dissen. Bestimmt gab es nur ein paar Missverständnisse oder verschiedene Meinungen, die falsch verstanden wurden. Er hat einfach nur gesagt, wie er es erlebt hat. Es hat jetzt gar nichts mit anderen Mädchen, Frauen zu tun. Es gibt auch emotionale und einfühlsame Frauen, die hübsch sind. Er will niemanden fronten. So ist Luca nicht. Ich finde dich ja echt sympathisch und liebe deine Videos, aber for real, Luca so zu fronten, muss ja echt nicht sein. Vieles davon dient nur zur Comedy und ist nicht böse gemeint. An sich hat er es ja auch wirklich spaßig rübergebracht. Manchmal sollte man nicht alles so ernst nehmen. Ich hoffe, er gibt ihr kein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist doch genau das, was sie mit dem Video bezwecken wollte. Anna, der meint das alles nicht böse, und ich glaube, würdet ihr euch so mal treffen, würdet ihr euch gut verstehen. Und warum bist du schon von Anfang an so aggressiv gegenüber Luca? Man muss sich nicht immer angegriffen fühlen. Hauptsache auf Lukas Nacken Klicks machen, absolut unsympathisch. Luca ist kein Typ, der irgendwelche Leute frontet. An manchen Stellen vielleicht schlecht ausgedrückt, aber es ist ja auch zum Teil Comedy, was er macht. Da ist der Titel und Thumbnail deines Videos echt unnötig. Das hätte man besser machen können. Okay, also ich bin gespannt. Band, also sorry, das soll jetzt nicht dumm klingen, dass sie sich auch hier angegriffen fühlt. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich habe, glaube ich, auf sie auch gar nicht so richtig genau in dem Video reagiert. Ich hatte mich da ja eher auf die anderen Teilnehmer so ein bisschen beschränkt, die sie halt total zum Affen gemacht haben in ihren Interviews da mit komischen Aussagen. Ja, ich werde es jetzt nochmal sagen. Ich sage das eh in jeder Reaction. Nichts von dem, was ich sage, ist irgendwie böse gemeint. Es geht auch nicht gegen irgendwelche Personen dahinter. Ich kenne die alle nicht, die da irgendwie dran teilgenommen haben. Es ging mir lediglich um einige stumpf dumme Aussagen, die da irgendwie getroffen wurden, und dass ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, wie man sich so Verträge nicht richtig durchsichtig, weil es muss halt vertraglich juristisch festgehalten sein, dass was. Wir schauen uns das mal an. Sorry, dass ich da ganz kurz interveniere. Keiner der Teilnehmerinnen kennt wahrscheinlich dieses Wort. Danke, Luca. Ja, also ohne die Erklärung, was intervenieren heißt, hätte ich natürlich gar keinen Plan. Ist ja auch nicht so, als hätte ich Business and Management 4 Jahre studiert. Ja, herzlichen Glückwunsch, das war Ironie tatsächlich. Es muss in einem Vertrag genauestens drinstehen, auf was du dich dort einlässt. Ich habe den Vertrag extra rausgesucht, um mir das nochmal durchzulesen, weil ich verstehe das Argument, das schreiben mir auch ganz viele, die glauben nicht, dass wir das wirklich nicht wussten. Also vorab mal, es war super smart gemacht, Vertrag ist hier, wir lesen den jetzt mal. Ich darf den euch natürlich nicht zeigen, und ich lese auch nur den relevanten Teil, und zwar...
hat sich die Produktion damit abgesichert, dass sie geschrieben haben, die Produktion mit dem Arbeitstitel Tropical Desire, der heißeste Trip deines Lebens, nachfolgend Produktion. Die Produktion ist eine im Ausland gedrehte Reality-Show. Bla bla bla. Mehr Info ist nicht wirklich relevant, aber dieser Begriff Arbeitstitel, ne, ich hatte in meinem Studium auch 6 Semester lang recht. Und mit Arbeitstitel kann man schon viel machen, weil ein Arbeitstitel ist nicht der finale Titel. Ja, danke schön. Das weiß ich ja auch. Also falls sie das nicht so ganz verstanden hat, ich hatte keinen Vertrag vorliegen und in einem Vertrag, dafür macht man einen Vertrag, muss 1:1 drinstehen, was Phase ist. Wenn die das so verschleiert dargestellt haben, hätte ich es erst gar nicht unterschrieben, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Das war auch nur wirklich wieder übertrieben gemeint, dass ich gesagt habe, ihr könntet doch Netflix auf Millionen verklagen, das wird natürlich kein Teilnehmer machen, weil die dadurch natürlich profitieren, dadurch bekommen sie ihre Reichweite, sie bekommen jetzt hier gerade auch Reichweite durch mein Video, was sie ja anscheinend auch so ein bisschen bezwecken will, aber darauf wollte ich nur hinaus. Und ist trotzdem rechtskräftig, also von dem her ist dieses Argument von Laser Luca schon mal außer Kraft. Es ist gar nichts außer Kraft, weil du hast einen Satz vom Vertrag vorgelesen, der wahrscheinlich 5 bis 10 Seiten lang ist. Also sie hat nur kurz erklärt, dass das ein Arbeitstitel war. Ja, da geht es ja trotzdem nicht um den Gegenstand des Vertrags, aber ist egal. Erste nichtsahnende Göttin. Nee, was kommt jetzt? Oh mein Gott, bin ich blöd, oder? Kennt man die nicht von TikTok? Ich kenne sie nur, weil sie irgendwie... Warum tut sie denn so, als hätte sie das Video noch nicht gesehen? Sie hat ja gerade gesagt, oh mein Gott, was kommt jetzt? Aber sie muss das Video ja schon gesehen haben, weil sie ja extra vorher auch schon den Vertrag rausgesucht hat, weil sie ja schon wusste, dass ich das mit dem Vertrag anspreche. Das heißt ja, dass ihre Reaktion jetzt gerade nur gespielt ist, oder sehe ich das? Also bitte nicht angegriffen fühlen. Luca, ich glaube, du hast einfach von irgendwo aufgeschnappt, dass diese eine TikTokerin, die mit ihrer Oma Videos macht, bei Tour to Handle Germany ist und dachte, die erste Blondine, die reinläuft, ist es. Hi Luca, darf ich mir vorstellen, ich bin die richtige Blondine, die Videos mit ihrer Omi macht. Ich kenne dich nicht, Anna. Also ist auch wieder nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Ich kannte sie nicht vorher. Ich habe auch, wenn ich sie jetzt so getroffen hätte auf der Straße, hätte ich auch nicht gewusst, dass sie bei Tour to Handle mitmacht. Weil wie gesagt, ich glaube, ich habe auf ihren Teil gar nicht so richtig reagiert. Und um das auch mal ganz kurz zu sagen, ich habe auch nicht die erste Blondine da irgendwie verwechselt mit dir, liebe Anna. Sondern ich meine tatsächlich die Emily. Und das stimmte auch 1:1, was ich gesagt habe. Ich blende euch hier mal die Videos ein, auf die ich mich nämlich bezogen habe. Emma, du hast gesagt, dass ich nur Filous date. Was steht denn auf meinem Pulli drauf? Es schreibt ja Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt und manche Tanne an wie Balde. Ich habe meinen zukünftigen Mann auch das erste Mal mit nach Hause. Die Videos, die ich euch gerade eingeblendet habe, waren die Videos, die ich in meiner Reaction meinte. Die Videos habe ich von der Emily, von der Teilnehmerin, namens auf TikTok Emskopf heißt sie, glaube ich, gesehen. Die Videos haben Millionen Aufrufe, die waren auf meiner For You-Page und deswegen meinte ich, als ich sie halt gesehen habe in meiner ersten Reaction auf Tour to Handle, dass ich sie, glaube ich, von TikTok kenne. Von Videos, die sie mit ihrer Oma gemacht hat. Also, weiß nicht, was sie jetzt hiermit gerade irgendwie bezwecken will, aber wir schauen mal weiter. Also es wird juicy, gebt dem Video auch gerne einen Thumbs up, aber jetzt schauen wir mal weiter, ob er vielleicht noch checkt, dass Emily nicht ich ist. Es ist nicht böse gemeint, aber es geht nicht nur um dich, Anna. Ich meinte Emily, ich hatte recht, ich habe euch gerade die Videos eingeblendet. Also, warum frontet sie denn so? Hä? Ich habe nicht mal ihren Namen, glaube ich, in meinem Video in den Mund genommen. Das ist genauso sinnbefreit, wie wenn bei GNTM dann unten steht, kommt aus Österreich. Nein, Bro. Das ist Germany's Next Topmodel. Okay, soll das jetzt Front gegen Österreicher sein? Ey, wie kann man denn... fühl dich bitte nicht angegriffen. Ich wollte auch hiermit nicht bezwecken, dass du dich als Österreicher in deiner Kultur, in deinem Patriotismus angegriffen fühlst. Um Gottes Willen, ich liebe Österreich, ich habe das immer schon gesagt. Ich finde, Österreich ist ein super schönes Land. Ich fahre jeden Winter nach Österreich mit meiner Family für 2 Wochen Skifahren. Also ich habe absolut nichts gegen Österreich. Ich check gar nicht, warum ich mich gerade rechtfertigen muss. Ich habe einfach nur gesagt, es heißt Germany. Germany's Next Topmodel. Tour Channel Germany. Es ergibt einfach keinen Sinn, dass wenn du eine Serie mit Deutschland oder Germany halt betitelst, dass dann Leute mit dabei sind, die nicht aus Deutschland kommen. Darum geht's mir einfach nur. Bro. Wandern mal auf einen Berg hier nebenan, dann zeige dir, was Österreich so kann. Danke, Austria's nein. Next Topmodel. Ich bin hier, weil es ohne mich einfach absolut langweilig wird. Cringe, diese Aussage. Ach komm, so schlimm ist es nicht. Doch, es ist so schlimm. Ey, aber es ist alles humorvoll gemeint, Anna. Also bitte fühl dich auch hier nicht angegriffen.
chillig, danke. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie viel Uhr es ist. Bevor sie da was zu sagt, es ist auch ein Joke gewesen. Wahrscheinlich geht es um irgendeinen Psalm aus der Bibel oder 2020 hat für ihn irgendeine Bedeutung. Um Gottes Willen. Also wenn man solche Witze halt nicht versteht, dann ist man, glaube ich, bei mir auf dem Kanal generell an der falschen Adresse. Ich meine überhaupt nichts böse. Ich möchte niemanden fronten. Ich will mit niemandem Stress. Ihr kennt mich. Es ist einfach, ich bin einfach ein dummer Typ, der gerne Jokes macht. Also bitte fühlt euch nicht angegriffen. Mal schauen, ob Luca jetzt checkt, dass ich die bin, die er meint, wenn die reinkommen. Anna. Ich sag's jetzt nochmal und es ist wieder nicht böse gemeint, aber ich kenne dich nicht. Ich weiß, dass sie auf YouTube jetzt 250.000 Abonnenten hat, aber ich kenne die Anna nicht. Das ist auch nicht böse gemeint. Es gibt auch irgendwelche kranken Stars wahrscheinlich auf der Welt, die Millionen von Followern haben auf Instagram. Die kenne ich auch nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kannte nur diese Emily von TikTok. Von den Videos, die ich euch bereits eingeblendet habe. Und da hatte ich auch recht. Und genau das meinte ich. Punkt. Diese Emily heißt ja, glaube ich, diese Emily will auf jeden Fall Main Character sein. Okay, Luca, was du nicht verstehst... Bevor du wieder was sagst, ich verwechsel nicht dich mit Emily. Bitte nicht angegriffen fühlen. Emily ist natürlich schon Main Character Girly, aber das ist ja eine Sendung, die wird zusammengeschnitten. Und vielleicht gibt es einen guten Grund, dass Sachen so zusammengeschnitten werden. Ach krass, erzähl mir mehr. Ich wusste ja nicht, dass das geschnitten wird. Also honestly, ich kenne ja Emily schon auch ein bisschen besser und ich würde behaupten, in der Situation, man ist einfach insecure. Da stehen zig Kameras um einen, man schaut, man richtet sich, man vergleicht sich vielleicht auch mit den anderen Frauen, obwohl ich hoffe, dass das nicht so bei uns der Fall war, aber irgendwo ist man halt insecure und klarerweise richtet man sich dann oft und ist generell nervös und nicht unbedingt, weil sie sich jetzt denkt, oh, ich muss jetzt die Geilste sein. Ja, ist doch auch völlig in Ordnung. Sage ich ja auch gar nichts gegen, das war ja auch null böse gemeint, also bitte, falls die Emily das eventuell auch sehen sollte... Ich hoffe, du verstehst das im Vergleich zu Anna so ein bisschen, dass das halt einfach eine Feststellung war. Also ich habe halt gesagt, man merkt direkt, sie ist Main Character, sie redet direkt, sie kommt aus sich raus, sie fasst sich in die Haare, blablabla, da war ja nichts wertend gemeint. Also anscheinend, ihr checkt das ja. So, habt ihr ja auch bei ihr beim Video hier kommentiert, aber ich will das zum 20. Mal jetzt nur nochmal ganz kurz darstellen. Kein Kommentar von mir ist böse gemeint. Und wenn irgendwas vielleicht so rüberkommen könnte... Dann tut's mir leid, aber versteht bitte einfach, dass es halt mein Humor ist. Wer keinen Korb akzeptieren kann, ist kein Mann. Leicht gesagt, wenn man keine Körbe kriegt. Guck mal, sie lacht sogar. Der war halt gut von Kevin. Ja. Was soll ich sagen? Kopf gestoßen. Oh, guck mal, ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Level. Ich glaube, wir verstehen uns mittlerweile. Niemanden juckt deine Uhr, Luca. Dicker, ich dachte gerade, wir würden miteinander klarkommen. Erst lacht sie über mein Video, lacht darüber, dass ich mir den Kopf stoße und dann plötzlich wieder, ah nee, ich bin ja sauer auf den, aus irgendeinem unbekannten Grund. Niemanden juckt deine Uhr, Luca. Weißt du, was niemand juckt? Diese komische Freundin da von dir im Hintergrund, die ganze Zeit Karotten isst, die hat doch gar keinen Mehrwert fürs Video. An dieser Stelle auch bitte nicht angegriffen fühlen, es war auch ein Joke. Ist das Mike Singer? Und Sammy Khedira? Die sahen genauso aus. Das sind Fabio und Acker aus Wien. Ja, ey, er gibt keinen Sinn. Er gibt keinen Sinn. Weißt du, was lustig ist? Luca, ich glaube, da ist eine Wissenslücke, weil als ich reinkam, steht unter meinem Namen Innsbruck und ich wette, du wusstest nicht, dass Innsbruck in Österreich ist. Nee. Innsbruck, Wien, Hauptsache Spanien. Bitte nicht angegriffen fühlen. Je hübscher ein Mädchen war, mit der ich was hatte, sie wirklich emotional gesehen... nicht so am Start war, weil, und da habe ich... Luca, danke für diese Intervention der Show. Kein Problem. Dass du hübsche Mädels nicht so emotional intelligent findest. Interessant. Habe ich nie gesagt. Deine Art, Mädels auszusuchen, aber... You know, no front. Erstmal ganz kurz, Anna, es ergibt keinen Sinn, dass du jemanden frontest und dann no front sagst, aber darauf will ich mich gar nicht beziehen, sondern auf meine Aussage davon gerade. Das ist nämlich einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe hier nicht alle Frauen und Mädels auf der Welt, so wie sie das anscheinend hier interpretiert hat, gejudged und gefrontet und keine Ahnung was gemacht. Also ich hoffe, das kam im Video auch nicht falsch rüber, weil ich habe ja ehrlich gesagt einfach, also das ist ja logisch, wenn ich sage, ich habe die Erfahrung gemacht oder wenn ich was mit Mädels hatte, war es halt so, dass ich das nur auf mich beziehe. Also bei mir war es halt immer so, dass wenn ich mit einem Mädchen was hatte, je hübscher die Person war, desto weniger Charakterstärke hatte diese Person so gefühlt.
Ich habe auch diesen Kommentar unter meiner Reaction gelesen, der auch sehr, sehr gut war. Hatte ich auch tatsächlich vor einigen Tagen schon direkt drunter kommentiert, dass es ein guter Punkt ist auf jeden Fall. Da hat nämlich ein Mädchen geschrieben, ich habe es euch gerade eingeblendet, hat ein Mädchen geschrieben, dass sie auch von vielen Freunden mal gesagt bekommt, dass sie eigentlich auch recht hübsch ist, aber sie sieht sich selber auch als Person, die einen natürlichen Charakter hat, natürlich. Sie ist lustig, hat eine humorvolle Art und so, ist ein sympathischer Mensch ihrer Ansicht nach, aber dass sie so die Erfahrung gemacht hat, dass Typen sie oft nur aufs Äußerliche reduzieren und gar nicht mal was Ernstes suchen und sie dadurch ihren Charakter gar nicht richtig zeigen kann. Das ist dann natürlich sehr schade. Und darauf, ich wollte das wie gesagt auf gar nichts beziehen. Ich habe hier einfach nur von meinen Erfahrungen gesprochen. Das ist genauso, extrem dummes Beispiel jetzt beispielsweise, aber das ist genauso, wenn ich sage, jede Frau, mit der ich bisher was hatte, hatte übelsten Achselgeruch. Damit möchte ich nicht alle Mädels auf der Welt judgen. Ich will einfach nur sagen, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Also, sorry nochmal, falls das irgendwie falsch ankam. Ihr kennt mich, ich möchte niemanden fronten. Ich akzeptiere alle Menschen, wie sie sind. Also, finde ich ein bisschen schade, dass man mir hier im ganzen Video irgendwie so gefühlt die Worte im Mund umdreht. Okay, Luca, ich glaube, wir sind uns bei einer Sache einig. Ich bin pansexuell, heißt, ich kann über Frauen und Männer hier urteilen und alles dazwischen. Und es ist meiner Meinung nach wirklich immer so, attraktive Männer und natürlich auch Frauen, die hatten alle einen schwachen Charakter, mit denen ich zumindest zu tun hatte. Und das ist doch 1:1 das, was ich gesagt habe. Das ist doch zu 100% 1:1 komplett identisch mit meiner Aussage, die ich getroffen habe, für die sie mich vorhin noch gefrontet hat. Wo sie vorhin noch meinte, ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil du dir solche Mädels aussuchst, no front. Jetzt sagt sie 1:1 dasselbe. Das sind ja subjektive Erfahrungen, die wir einfach gemacht haben, die anscheinend die Anna gemacht hat und die auch ich gemacht habe. Und genau das habe ich ja auch in meinem Video gesagt. Ich habe die Ansicht und ich habe es so erlebt, dass wenn eine Frau, mit der ich etwas hatte, je hübscher sie war, desto weniger Charakter hatte die Person. Das ist so in so eine Richtung gegangen. Das heißt nicht, dass ich das auf alle Mädels, auf alle Frauen weltweit beziehe. Sorry, falls das so rüberkam, dann tut es mir leid, falls sich da jemand angegriffen gefühlt hat. Aber ich habe das nur auf mich und meine Erfahrungen bezogen. Natürlich gibt es auch Menschen, egal welche Sexualität, egal was, die eine 10 von 10 vom Äußerlichen sind, aber auch einen 10 von 10 Charakter haben. Logisch. Aber diese Erfahrung habe ich einfach noch nicht gemacht. Okay, das Video ist schon fast vorbei, aber ich muss sagen, am Anfang habe ich Luca eher gehatet. Jetzt am Ende bin ich überrascht. Wir sind uns teilweise einig. Weißt du, was ich davon halten soll? Weiß nicht, was ich davon halten soll? Also vielleicht in allererster Linie mal das Thumbnail ändern, wo ganz fett Lügner steht. Dann eventuell auch den Titel, wo steht Luca lügt. Weiß ich jetzt nicht so ganz, wo ich in dem Video gelogen habe, aber okay. Allerdings würde ich an der Stelle jetzt meine Reaction auf ihre Reaction, auf meine Reaction auf Tour to Handle Germany auch beenden. Ich habe dieses Video hier ein, zweimal zugeschickt bekommen von Leuten, die meinten, ey Luca, stell das mal bitte klar. Sie hat irgendwie eine komplett verdrehte Ansicht und versteht dich irgendwie nicht so ganz. Da haben wir auch schon in den Kommentaren gesehen, ich weiß nicht, ob das da ein Missverständnis von ihr war oder ob ich mich falsch ausgedrückt habe in meinem Video. Mir ist es eigentlich immer wichtig, dass jeder versteht und jeder, der mich kennt, der weiß es sowieso, dass viele Sachen humorvoll gemeint sind, ironisch gemeint sind und weiß jetzt nicht ganz so richtig, was sie halt mit dem Titel und Thumbnail bezwecken wollte. Wahrscheinlich Klicks machen oder so. Ist ja auch in Ordnung, so funktioniert der ganze Bums ja auch, aber ich finde es komisch, wenn mir Wörter im Mund umgedreht werden und ich dargestellt werde, als würde ich hier irgendwie Frauen, hey, ich werde angerufen. Der erste Sieferant steht unten vor der Tür. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal für mehr und klickt auf die Glocke, damit ihr Videos nicht verpasst. Wir sehen uns, ne? Haut rein, ciao.